Oh, wofür komme ich hier rein? Ich habe wohl Hunger. Ja, ich komme da schon. Was gibt's denn eigentlich noch so? Oh, lass uns. Oh, es gibt nur eine einzige Sache, Dandy. Es ist der. Oh, ich will die haben. Ich kauf den schnell weg. So, das ist meins. So, wir haben das allerletzte gekauft. Und oh, Dandy, guck mal, wie lecker Teil, das aussieht. Ein Burger mit Pommes. Oh Mann, Alter. Ich hab so Hunger. Hä? Guck mal, da ist Patrick. Dandy. Ja, ich seh's. Was will er? Will er hier einfach reinkommen? Jetzt erstmal einen Burger. Aber, oh, der möchte einen Burger essen, aber er weiß nicht, dass wir den letzten gekauft haben. Guck mal, der sitzt da. Oh, was macht er da? Ich glaube, der ist zu groß. Der kommt nicht rein. Mac ist da. Kann er mal aufhören, den Mac ist kaputt zu machen? Hallo? Kannst du aufhören, den Mac ist kaputt zu machen? Nein, ich bin einfach viel zu groß für den Mac ist. Und warte mal, habe ich gerade richtig gehört? Ihr habt den letzten Burger gekauft? Nein, lass uns stehen. Versteckt den. Ja, ich habe ihn versteckt. Nein, wir haben den nicht gekauft. Oh Mann, schade, dann muss ich halt woanders hingehen. Tschüss. Ja, gut. Auch rein, Patrick. Haben wir nochmal Glück gehabt? Aber Dandy, komm jetzt mit. Oh ja, so. Wohin geht's denn? Hast du eine Idee, wo wir hingehen können? Jetzt, nachdem wir hier den schönen, leckeren Burger mit Pommes gegessen haben, denke ich mir, lass uns einfach mal so als Nachspeise ein Eis kaufen, oder? Wie wäre das? Ja, so ein Stracciatella-Eis, das wär's jetzt. Ja, das wär's jetzt richtig cool. Aber Leute, freut mich mega, dass ihr heute eingeschaltet habt. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um auch keine Videos mehr zu verpassen. Schreibt ein liebes Kommentar und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und jetzt gehen Dandy und ich erstmal kurz ein Eis essen. Was ist eigentlich euer Lieblingseis? Schreibt es mal in die Kommentare so. Meins ist, glaube ich, so Stracciatella. Oder dieses Amarena Kirsch oder so. Das ist auch voll lecker. Ja, so. Und guck mal da. Da ist die Eisverkäuferin. Und sogar Jeremy hat ein Eis. Wie cool. Oha, der ist wieder in der Mittagspause. Ich will Eiscreme. Ja, ich hätte gern ein Eis. Oh, tut mir leid. Jeremy hat das letzte Eis bekommen. Oh Mann, Dandy. Jetzt kann das doch nicht sein. Oh nein, jetzt kommt Patrick da und er denkt sich so. Tut mir leid, wir haben heute kein Eis mehr. Was? Ich kam doch gerade erst. Oh nein, nicht schon wieder die zwei. Haben die mir das letzte Eis weggeschnappt? Das kann doch nicht sein. Oh Mann, Dandy Buffalo, ne? Also, wenn ihr mir noch einmal was wegkauft, dann gibt's Ärger. Oh, Dandy, wir haben doch nichts getan, das ist Jeremy. Wir haben gar kein Eis weggekauft. Genau. Ja, würden sie auch sagen. Was ist da an deinem Mundwinkel? Das ist doch Eis. Dandy, warum hast du deinen Mund nicht sauber gemacht? Oh Mann, erwischt. Es tut uns leid, wir gehen jetzt erstmal woanders hin. Genau, hau rein, grüß SpongeBob von mir. Ach Dandy, ich glaube, wenn wir jetzt nur eine Sache wegkaufen, aber ich meine, ich hätte so gerne jetzt noch einen Nachtisch. Was kann man denn statt Eis machen? Vielleicht so einen Kuchen? Ja, eine Torte, Kuchen, irgendwie sowas. Ja, komm mit. So, lass uns zum Kuchenladen gehen. Let's go, da war ich vor langem nicht mehr. Ja, ich war da auch schon lange nicht mehr. Boah, und ich hoffe, Patrick Star kommt nicht. So. Hallo, Kuchenverkäuferin. So, lass mal nach. Hi, stell was für mich. Die hat nur einen Kuchen. Buffalo. Wo bist du? Draußen und Patrick Star kommt. Wo bist du? Komm mal her. Oh nein, der kommt auf uns zu. Wollen wir einfach weglaufen? Geht schon neben uns. Sehe ich das richtig? Ist es der letzte Kuchen aus dem Kuchenladen? Nein, da gibt es noch ganz viele Kuchen, wurde mir gesagt. Okay, wenn das so ist, dann kaufe ich mir jetzt einen Kuchen. Dandy, lass uns mal abhauen, lass uns schnell abhauen. Schnell, lauf! Ja, weg hier! Weil wir wissen, dass es keinen Kuchen mehr gibt. Und wenn er das dann gleich herausfindet, weißt du, wie viel Ärger wir bekommen? Renn! Der ist hinter uns! Lauf! Oh nein, der ist ja wirklich hinter uns! Lauf! Schnell! Oh mein Gott! Schnell nach Hause! Bleibt stehen! Das ist mein Kuchen! Nein. Okay, ich glaube, der ist nicht mehr hinter uns. Nee. Wir sind erstmal sicher. Oh ja. Lass uns erstmal nach Hause reingehen. Komm mit. So. Und? Ding Dong. Ist jemand zu Hause? Andy, hallo? Niemand zu Hause? Dandy, du müsstest mir mal langsam meinen PC wiedergeben, den du letztes Mal einfach weggenommen hast. Oh, ich bin dieses Wochenende noch mit Andy auf so einer Zockerparty. Ich muss da bitte den PC mitnehmen. Dann bringe ich den zurück. Dandy, denkst du, Patrick wird irgendwas noch machen? Boah, ich hoffe nicht, erstmal die Tür zu machen, so. Ja, stimmt. Aber wie wär's, wenn wir jetzt eine Runde Verstecken spielen? Versteck dich mal ganz schnell.
So, ich zähle hier eine Ecke. Eins, zwei, drei, vier, fünf, ich komme. Mal gucken, wo es... Ja, natürlich. Mal gucken, ich wo er sich versteckt. So, ich komme nach oben. Weil unten sehe ich ihn nicht. Ist er hier in... Dandy, ich habe dich gefunden. Aber, warte mal. Was ist? Hast du das Geräusch gehört? Nee. Doch, ich glaube, draußen ist jemand. Lass uns mal nachgucken gehen. Und? Und? Was? Geht da? Das ist doch Patrick. Das ist doch Patrick. Und? Ja, ich sehe, dass es Patrick ist. Aber was hat der da für eine Armee? Was sind das? Das sind böse Patricks. Die sind... Oh nein, ich glaube, er ist sauer, weil wir den letzten Kuchen gegessen haben. Ich muss ganz schnell das Beweismittel verschlingen. So. Es ist zu spät, Buffel, und er belagert uns schon. Oh Mann, dann lass mal rausgehen und mit ihm reden. Hoffentlich können wir mit ihm noch reden und nicht, dass es zu spät ist. So, und ich habe echt Angst. Wenn was passiert, verstecken wir uns unten unterm Bett, okay? Okay. Das ist die beste Taktik eigentlich. So, okay. 3, 2, 1. Hey Patrick, können wir nochmal miteinander reden? Ich weiß nicht, dass wir reden können. Lauf! Mach schnell auf! Und schnell rein und zu! Ich hab kein Holz! Du hast es! Nein, ich hab das nicht! Du hast es eingesammelt! Nein! Autsch! Du hast es eingesammelt! Aua! Buchse, pass auf! Die können uns noch trotzdem treffen! Geht weg! Ihr Patrick! Oh, jetzt gehen sie weg! Ja, geht! Oh Gott, geht doch mal! So, Dandy, ich glaube, die Luft ist rein! Ich glaube auch, was machen wir denn jetzt mit dieser Axt? Können wir die auf jeden Fall nicht besiegen? Ja, ich glaube auch nicht. Pass auf, nicht, dass oben noch jemand ist. Nee, die Tür ist zu, alles gut. Okay, dann ich glaube, wir müssen kurz zum Professor. Let's go! So. Oha, guck sie dir an. Okay, das ist die stärkste Rüstung im Spiel. Guck mal, ich habe zwei Reihen Herzen und einen Bogen. Okay. Oh, ein Stack. Pfeile, okay. Guck mal da drin. Heute mal mit Pfeil und Bogen, nicht mit Guns. So, natürlich nicht. Ich habe jetzt mal ganz viele Goldäpfel noch rausgenommen, weil ich glaube, trotzdem brauchen... Aua, pass auf! Wir werden trotzdem Goldäpfel brauchen, hundertprozentig. Ich gehe jetzt schon mal nach oben. So, komm mit. Ja, ich komme. Ich frage mich, wie stark der Pfeil und Bogen ist. Weißt du was? Ich gehe mal nach ganz kurz oben. Nach oben und schieße auf den Pfeil von oben runter, gucken, wie stark der ist. Stimmt, das ist eine echt gute Idee. Und? One-Shot oder nicht? Ja, doch, könnte. Oh, ja, doch. Ja, guck mal, wie viele wir ausgeschaltet haben. Ja! Die haben gar keine Chance, weil die hier nicht hochkommen. Das ist voll schlau von uns. Dieser Test hat sich so etwas Gutem ergeben. Ja. Ich bin runtergefallen! Nein, pass auf, ich rette dich! So. Ich esse Goldapfel. Da sind noch ganz viele andere. Ich esse auch einen Goldapfel. Boah, Alter. Zum Glück haben wir dieses Schwert. Boah. Wie krass das war. Wow. Und Patrick, Alter. Was? Oh, oh. Der macht Schaden. Oh, Der macht Schaden. Hilfe. Ich laufe. Okay, renn. Ich muss reingehen. Ich habe fast kein Leben mehr. Ich übernehme jetzt. Ah. Geh du rein! Oh. Huh. Komm, greif mich an, Patrick! Komm! Okay. Komm raus, Buffalo! Komm, jo, los! Du hast alles aufgegessen! Warum nein, will ich mich nicht angreifen? Raus. Warum will er nur dich angreifen? Ich glaube, weil ich alles gegessen habe! Der macht so viel Schaden? Ja, ich komme, geh rein! Der macht richtig viel Schaden, obwohl wir so eine OP-Rüstung haben! Okay. So. Man muss einfach. Oh, wir haben ihn erledigt! Huhu. Der hat richtig viel Schaden gemacht, obwohl wir so eine OP-Rüstung haben. Aber Leute, wir haben es nochmal gerettet. Wir wollten das gar nicht das letzte Mal wegkaufen. Wir hätten auch geteilt, aber er wurde direkt böse. Aber Leute, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, abonniert den Kanal, schreibt ein liebes Kommentar, gebt dem Video einen Daumen nach oben und schaut doch bei Dandy vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.